glaube wirklich mit Gears Tactics, weil es gerade das erste hier in der Liste ist. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Aber wenn es schon in meiner Top 12 Spiele des Jahres 2020 Liste ist, meiner persönlichen, und ich das noch nie irgendwo verarbeitet habe, gezeigt habe, nie gestreamt habe, nix, dann spielen wir da jetzt rein. Würde ich sagen. Fangen wir ein neues Safe Game an und spielen einfach mal ein bisschen rein, die ersten paar Missionen, bis es keinen Spaß mehr macht. Und dann gehen wir weiter zum nächsten. Ja, jetzt Firmenlogos. Niemanden interessiert. Geht weg. Firmenlogos, die man nicht skippen kann. Die Ausgeburt des Bösen sind das. Hallo, somebody. Wie geht's? So. Oh, eine neue erweiterte Kampagne. Das ist neu. Das machen wir jetzt mal. Das ist ja richtig cool. Kann ich sogar noch neue Inhalte hier machen, zeigen, spielen. Nicht schlecht. Unskippbare Firmenlogos sind eine wahre Plage und Hallöchen. Hi Retro Gamer. Hey, ohne Witz, ich mag ja Cyberpunk 2077 echt gern. Ich finde, das ist ein super Rollenspiel, macht mir total viel Spaß. Aber am Anfang, vor Patch 1.05, glaube ich, also so die erste Woche ungefähr oder die ersten 2 Wochen meinetwegen, ist das Spiel öfter mal abgestürzt. Und zwar leider wirklich alle 2 Stunden circa im Durchschnitt auf der PS5. Und das an sich ist nicht so tragisch, weil das Spiel speichert irgendwie ständig, es passt schon, man ist auch relativ schnell wieder drin, aber die Firmenlogos kann man nicht skippen in Cyberpunk 2077. Also alle 2 Stunden im Durchschnitt Pi mal Daumen stürzte dieses Spiel ab und ich war wieder auf dem PlayStation 5 Screen und habe das Spiel neu gestartet und musste mich dann wieder durch gefühlt 2 Minuten, wahrscheinlich sind es in Wirklichkeit eher 30 Sekunden Firmenlogos, durchskippen wollte ich schon sagen, aber eben nicht durchsitzen einfach und habe währenddessen die ganze Knöpfchen gedrückt und habe mir gedacht, irgendwie muss man das doch überspringen können. Und dann hat es teilweise nach so einem Absturz aus irgendeinem Grund meine Optionen nicht mehr übernommen. Also meine Einstellungen in den Optionen waren wieder auf zurückgesetzt im Grunde. Musste die wieder einstellen. Es war furchtbar. Zum Glück stürzt es jetzt fast nicht mehr ab. Vor allem bei Cyberpunk kommt ja zu dem Firmenlogos noch die Epilepsie-Warnung, die sie ja auch noch nachgepatcht haben, weil diese Braindance-Blink-Animation bei ganz vielen Leuten anscheinend Anfälle ausgelöst haben. Das haben sie auch anders dargestellt jetzt seit dem Patch. Also ich meine, natürlich, wenn da Leute wirklich epileptische Anfälle davon kriegen, dann, ne, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich meine nur, ich fand es vorher eigentlich viel cooler, wie das geblinkt hat. Dieses Piu, 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 Piu. Aber, ne, wenn das wirklich gesundheitlich problematisch ist für manche Spieler, dann sollte man das natürlich ändern, auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig aussieht. Naja, okay. Gears Tactics, auf welchem Platz war das in meiner Top-Liste? Das war gar nicht so schlecht mit dabei, ne? Ah ne, das war auf Platz 11, stimmt. Aber immerhin. Gehört noch zu meinen Lieblingsspielen des Jahres. Starten wir ein neues Spiel mit Check It. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Cool. Iron Man. Ich habe keine Ahnung, machen wir einfach mal Mittel. Zum Zweck. Das Spiel ist nicht perfekt, wirklich nicht. Aber wenn man rundenbasierende Strategie mag, ist es sehr, sehr gut. Nach Jahren erbitterten Krieges hatte die Menschheit endlich Frieden gefunden. Bis zum Emergence Day. Als sich ein neuer, albtraumhafter Feind aus dem Untergrund erhob und unsere Welt heimsuchte. Wir haben viel verloren.
aber nie unseren Siegeswillen. Mitbürger von Tyrus. Heute wird die Koalition der ordentlichen Regierungen zurückschlagen. Diesen unsäglichen Bestien, diesen Locust, wird heute Einhalt geboten. Ich, Vorsitzender Prescott, habe einen vollen planetaren Angriff mit dem Hammer der Morgenröte genehmigt. Auf meinen Befehl wurden Infanterieeinheiten der Korps in die größten Städte beordert, um Überlebensverlust zu beseitigen. An alle Bürger, die nicht rechtzeitig evakuiert werden können. Die Koalition schätzt ihre Aufopferung. Doch nur so können die... Hi, Abraxe. Kopf hoch, Private. Und hallo Wenn zurück, Null Wind. Wenn du überlebst, kannst du alles überleben. Oder Zero die ganze Wind. Welt ab, um die Magen zu töten, Sarge. Werde ich sie jemals wiedersehen? Ich weiß nicht. Das ist Gears Tactics. Brauchst du einen Unterschlupf? Komm schon, wir feiern eine Party. Du solltest das annehmen. Diaz. Sonderauftrag, Sergeant. Begeben Sie sich sofort zu General Beckets Büro im CIC, um Geheimdokumente abzuholen. Bestätigen. Nein, Sie haben den falschen Gear. Ich kümmere mich um den Fuhrpark. Sie haben Ihre Befehle. Zentrale, Ende. Und lass mich raten. Du begleitest mich dorthin. Nun, wenn du darauf bestehst. Da-da-dum. Hier geht's wohl zu Fuß weiter. Das CIC ist da vorne. Jetzt müssen wir erst das Tutorial nochmal durchmachen, befürchte ich. Na gut. Hammerburst-Drohne, Fernkampf. Nutzt Deckung. Scheiße, Locust-Truppen im Anmarsch. Drohnen, ich sehe sie. Die Locust. Ich mochte Gears of War 1 echt gerne. Mag insgesamt die Original Gears of War Trilogie. Aber in welche Richtung die danach ging, hat mir nicht gefallen. Und ich finde es schön, dass das wieder so ein bisschen im Universum der alten Gears of War-Teile spielt, das Tactics. Ich mochte die Originaltrilogie vor allem deswegen, weil die sich nicht unbedingt zu ernst nimmt. Und over the top ist und crazy ist, aber cool auch irgendwie. Die ist einfach so ein bisschen bekloppt, so ein bisschen over the top, aber auch wirklich cool. Und das ist irgendwie so ein sympathischer Mischmasch gewesen. Das hat mir total gut gefallen. Und seit dem vierten habe ich das Gefühl, will die Serie so ein bisschen Uncharted mit Bodybuildern sein. Und das funktioniert für mich überhaupt nicht. Naja. In Deckung, Diaz. Im Fuhrpark vergessen, wie man kämpft? So ungefähr. Na gut. Dann gehen wir mal in Deckung.
Dachte ich zumindest. Ich habe das ehrlich gesagt, glaube ich, bisher fast nur auf PC gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das... Hä? Ich dachte genau, das habe ich gemacht. Sicht auf die Drohne. Egal. An. Ist ab dem 4. nicht sogar ein neues Studio dafür verantwortlich? Ah, das weiß ich nicht. Das könnte sein, theoretisch. Das weiß ich nicht. Kennst du eigentlich The Evil Within? Klar. Finde ich super. Das ist... Also Resident Evil 4 gehört ja wirklich zu meinen All-Time-Lieblingsspielen. Und The Evil Within ist definitiv besseres Resident Evil 5 als Resident Evil 5, finde ich. Und The Evil Within 2, da war zwar Shinji Mikami nicht mehr involviert, aber das hat, finde ich, dem Ganzen nochmal so ein bisschen die Krone aufgesetzt. Also an Resident Evil 4 kommt für mich nichts ran, aber The Evil Within finde ich schon sehr gut. Und den zweiten Teil sogar noch ein bisschen besser. Hast du freies Schussfeld, dann schieß! Stimmt, den zweiten Teil habe ich sogar ein bisschen gespielt. Da gibt's ein paar Videos, aber nicht lange, leider. Okay, Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? Freies Schussfeld, los geht's. Ja, Ziel der Felder unter Lukus. Da ist noch eine. Der arme Lukus. Warum heißen die eigentlich Lukus? Verflucht, die Maden haben sich eingegraben. Flankieren. Verstanden, begebe mich in Position. Wie auf dem Präsentierteller. Ich finde dann irgendwie, dieses Tutorial lernt einem zwar so ein bisschen die grundlegenden Funktionen, aber das Spiel an sich bringt einem das überhaupt nicht bei. Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das eigentlich tatsächlich funktioniert. Also wie das funktioniert, wenn man effektiv spielen will. Dass das anders funktioniert als so ein XCOM. Dass die Interaktionen oder die ineinandergreifenden Fähigkeiten der einzelnen Figuren viel wichtiger sind als bei so einem XCOM, wo jeder für sich genommen ein Held ist, quasi. Du hast sie festgenagelt. Ja, jetzt lass mich halt mal in Ruhe. Das ist so ein Ding, das nervt mich furchtbar. Auch bei The Witcher oder Cyberpunk oder auch Fallout, dass die NPCs anfangen, einen zu bedrängen, wenn man zu lang braucht, eine Antwort oder eine Aktion zu wählen. Das ist so ein Ding der letzten 5 Jahre mittlerweile oder paar Jahre zumindest. Das finden anscheinend die Leute, die Entwickler, lustig oder so. Mich nervt das total. Halt euch Klappe. Lass mich halt. Für was spiele ich denn was Rundenbasierendes? Oder ein Rollenspiel, in dem ich mir gut überlegen Feuer kann, was ich antworte. Du hast sie festgenagelt. Ach ja. Ich fand das am Anfang auch sehr lustig, aber mittlerweile nervt es mich nur noch eigentlich. Das stimmt. Ich meine, bei The Evil Within jetzt von den Monsterdarstellungen her und von der Stimmung her fand ich den ersten auch besser. Mir hat der zweite mehr Spaß gemacht als Spiel quasi, auf einer Videospielebene, auf einer Gameplay-Ebene. Dieses Erkunden und so weiter, das hat mir gut gefallen. Aber der erste hat schon irgendwie die bessere Stimmung und vor allem auch gerade mit, wie hieß sie? Jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Dieses weibliche Monster mit den 4 Armen und den langen schwarzen Haaren, da ist einfach wirklich das Design gruselig und die Kämpfe auch wirklich super schwer. Und dadurch, dass es so schwer ist, kriegt es natürlich noch mehr diesen Survival-Horror-Faktor. Das ist schon gut. Das stimmt, ne? Bei Cyberpunk ist es schon extrem. Die lassen einem wirklich keine 10 Sekunden Zeit. Teilweise bin ich noch nicht mal fertig, meine Antwortmöglichkeiten durchzulesen. Und dann sagen die schon, ui, was ist mit dir? Hast du einen Schlaganfall oder so? Und naja, genau. Die Hammerangriffe warten nicht auf uns. Erledige diese Maden, damit wir zum CIC kommen. Bringt mich nicht mal ins Schwitzen. Kein Problem. Na komm. Nur ein kleiner Schnitt. Ziel erledigt. Schade. Hm.
Information ist drin. Warte ab. Darf er jetzt sein Bajonett einsetzen? Ich glaube schon, oder? Das kann man im echten Spiel so gut wie nie benutzen, meiner Meinung nach. Aber schön ist es trotzdem. Greife an! Alles klar, dann los. Hast du einen Namen, Soldat? Redburn. Sid Redburn. Erzähl mal, Sid. Oh, ich glaube, ich habe sie unterbrochen. Die Kriecher. Nahkämpfer, greifen sofort an. Ein ganzes Rudel. Mehrere Kriecher im Anmarsch. Haltet sie auf Abstand. Okay. Hab sie im Visier. Ich gebe auf dieser Seite Feuerschutz. Feuerschutz, na meinetwegen. Ich würde einfach Granaten reinwerfen, aber Feuerschutz... Nee, Feuerschutz ist schon wirklich wichtig und mächtig in dem Spiel. Viel wichtiger und mächtiger als eben beispielsweise in XCOM. Gut, ich decke die andere Seite. Na, komm. Ziel erfasst. Ich überwache von diesem Winkel aus. Scanne jetzt nach Maden. Schlechte Idee, Scheißkerle. Ah, daneben. Ich kann mich nicht bewegen, bis du ihren Feuerschutz brichst. Was soll ich jetzt auf die Pistole wechseln? Warum eigentlich? Ach so. Damit ich kampfunfähig machen nehmen kann. Mit diesem Schuss kann Feuerschutz unterbrochen werden. Na dann. Kann mich nicht bewegen, bis du ihren Feuerschutz brichst. Nie im Leben, nie im Leben würde ich das so spielen in Wirklichkeit, wie das Tutorial, das ihr von einem verlangt. Ist natürlich super cool, ne, mit hier so aus dem Feuerschutz holen und dann flankieren und yeah. Aber in Wirklichkeit würde ich einfach eine Granate hinwerfen und dann sind alle drei tot. Tja. Abschuss bestätigt. Auf dem Weg zur Drohne. Ah ja, genau. Das ist jetzt eine interessante Mechanik. Wenn nämlich Drohnen so verwundet sind, können die von anderen Drohnen erweckt werden wieder. Das ist das gleiche Prinzip wie auch mit den eigenen Spielfiguren. Die sind nicht tot, wenn die Energieleiste mal leer ist. Aber wenn ich jetzt hingehe und die exekutiere, kriegen alle anderen Mitglieder in meiner Gang quasi einen zusätzlichen Aktionspunkt. Das ist ziemlich cool. Abraxe, dankeschön für die 380 Bits. Wunderschön. Das Glas ist wieder voll. Freut mich. Und drei Emojis wurden mit anderen im Chat geteilt. Nice. Okay, jetzt passt auf. Was soll ich jetzt machen? Exekutieren natürlich. Hinrichten. Die Drohne ist auf dem Präsentierteller. Schnapp sie. Dann explodiert sie gleich komplett. Ich meine, okay. Der hat gerade den Torso so durchgeschnitten. Aber warum sind jetzt gleich nochmal die Beine explodiert und so? Ich schätze, Drohnen sind da fragil. Wenn der Kopf abgetrennt wird, dann... Die haben wie so Marionetten. Die haben so ein Seil durch den ganzen Körper. Und wenn das durchgeschnitten wird, dann... fällt alles ab. Genau, dadurch hat er jetzt eben nochmal einen Aktionspunkt bekommen, den er eigentlich nicht mehr gehabt hätte. Und deswegen ist dieses Exekutieren zum Beispiel ein ziemlich wichtiger Move in dem Spiel. Noch mehr! Das hat da eben wirklich viele interessante, nette Ideen. Über unsere Gehaltsstufe, Sergeant. Ab zum CIC, bevor uns der Blitz trifft. Bin dran. Tun wir's. Aha. Ich hab
genug von dir. Warum? An das kann ich mich gar nicht erinnern, dass das so bekloppt ist. So. Sichere mir ein Schussfeld. Mach das. Du lernst nie. Das ist nämlich eben an Overwatch in dem Spiel das Mächtige, weil man die Gegner dadurch irritiert. Die weichen zurück und ihr Zug ist unterbrochen. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass man die umbringt. Es ist viel wichtiger, dass die stolpern und ihren Zug nicht vollführen dürfen. Sag mal, warum kannst du nicht auf den anderen schießen? Okay. Oder muss ich? Ich weiß nicht genau, wie ich das andere Ziel auswähle, ehrlich gesagt, mit dem Controller hier. Ah! Ja. Nächster! Bin bereit. Nachgeladen! Am Boden! Auf dem Weg. Was? Na dann gehen wir zum Zielpunkt und dann ist das Tutorial auch schon abgeschlossen. Ich bin bereit. Ich gehe mal noch mal ein bisschen in Deckung. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch was kommt. Ah ja, genau, okay. Es gibt Friendly Fire in dem Spiel. Man muss also unter Umständen ein bisschen aufpassen, wo man seinen Overwatch hin zielt. Das kann unter Umständen blöd ausgehen. Bin dran. Locust-Aktivität. Haha. Die erlauben echt keine Granaten hier in dem Tutorial. Voll gemein. Das wäre gerade so eine gute Granatenposition. Situation. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Es könnte sein, dass die mich angreifen, wenn ich die zersägen will. Das sind nämlich, glaube ich, so Nahkämpferkerle. Die kann man nicht einfach so zersägen. Letzter Schuss. Das hat sogar ich gespielt. Was für schöne kleine Pirouetten, die immer drehen, bleibe, wenn die abgeschossen werden. Zurück in dein Loch. Oh, come on. Na also. Alles sauber. Los in CIC. Ja, wenn ihr keine Aktionspunkte mehr habt, was soll ich machen? Feinde im Anmarsch. Kauft euch mal mehr Aktionspunkte. Na los, zeigt es ihnen. Also dann, kein Problem. Sudala, dann hätten wir das. Die Reaver sind im Vorbeiflug. Nein, los! Hi, Fullcat. Also, wie geht's? Mir geht's gut. Nach einem streng geheim aussehenden Ordner. Dafür hast du später noch Zeit. Wir werden Spaß haben, du und ich. Nein. Ich habe Prescott gesagt, dass ich das nicht mehr mache. Zeit zu gehen. Konntest dich nicht ewig im Fuhrpark verstecken, Diaz. Los! Der Hammer nähert sich schnell. Zurück zum Transportpanzer. Von der zeitlichen Einordnung her ist das Spiel quasi ein Prequel zum ersten Teil. Scheiße.
Reaver hat Verstärkung gebracht. Da kommen sie. Aufrücken. Kriecher. Der Event, bei dem die Menschen... Haben wir keine Zeit. Beseitige sie mit einer Splittergranate. Menschen sind sie eigentlich gar nicht, ne? Das ist ja ein Alien-Planet und im Grunde sind die Leute hier Aliens. Aber indem quasi diese menschenartigen Aliens ihre eigene Oberfläche und ihre eigenen Städte weggebombt haben wegen der Reaver-Invasion oder der Locus-Invasion eher, ist quasi jetzt erst. Das ist im ersten Teil immer nur so Vergangenheit und so das Fundament für die ganze Welt und die Story. Und jetzt passiert's gerade. Die ganze Oberfläche der ganzen Welt wird jetzt quasi hier verbrannt und explodiert. Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt jemals eine gute Idee war, wenn man bedenkt, dass die Gegner sich aus dem Boden buddeln. Ich meine, keine Ahnung. Hätte man nicht ahnen können, dass da unter der Erde noch mehr von denen sind. Aber gut. Heißes Eisen, ihr Bastard. Vier zum Lotus Preis von einem. Töten wir den Rest, dann evakuieren wir. Also dann. Los geht's. Ah, ich habe eine Stim-Grenade. Ich kann nur heilen mit meiner Granate. Na dann. Oh, das war gerade echt nicht mal ansatzweise irgendwie ein sinnvoller Treffer. Leider. Bin dran. Mal sehen, was sie zu bieten haben. Ich mach das schon eine lange Zeit. Oh oh, wir werden flankiert. Aber daneben. Daneben flankiert. Jetzt wird getötet. Trefferschuss 10%. Was ist mit dir los? Auch das haben sie von XCOM, vor allem vom ersten Teil, abgeguckt. Dass Rekruten die Aliens nicht mal treffen, wenn sie ihnen die Waffen ins Gesicht drücken. Tun wir es. Warum habe ich denn bitte keinen Sichtkontakt zu dem da? Verstehe ich gar nicht. Ist aber scheinbar so. Soll ich's wagen? Nee, lieber nicht. Ah, ja, das mache ich. Drücke aus. Naja. Alter Ausschau. Vielleicht. Da kommen sie. Ich habe ihn sogar ein bisschen angekratzt. Okay. Warte ab. Mann, der ist nervig. Der hat sich echt, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, wahrscheinlich nicht, aber der hat sich ernsthaft genau so hingestellt, dass ich den jetzt nicht sehen kann mit dem Charakter nirgends. Und ich weiß nicht, ob die Aktionspunkte ausreichen. So müsste ich ihn doch eigentlich sehen können, oder? Das wäre komisch. Ja, okay. Konnte ihn leider nicht irritieren. Bin dran. Mars auf dem Vormarsch. Ich sehe dich. Ah, come on. Das sollte nicht passieren, sowas. Du oder ich, Arschloch. Lade nach. Gut. Ziel neutralisiert. Ist der gerade nervig. Bin auf dem Weg dorthin. Ich melde mich zum Dienst. Das ist gut. Sichere mir ein Schussfeld. Genau ins Fahrt. Nein! So, aber jetzt endlich. Na los, zeigt es ihn! Das war jetzt wahrscheinlich wirklich mehr Zufall als KI, aber der hat sich gerade echt gut verhalten. Also schlecht für mich.
heute ist nicht dein Tag. Tun wir's. Bedrohung eliminiert. Na los, Soldat! Drücke vor. So, machen wir hier noch ein bisschen Deckung mal, vorsichtshalber. Achtung! Falls doch noch wer kommt. Man weiß ja nie. Das stimmt, Abraxe. Ja, ich meine, das XCOM Reboot hat einfach rundenbasierende Strategie im Grunde reformiert. Alles, was danach kommt, war XCOM. Zum Tresor! Lauf! Was? Bist du denn irre? Mach schon! Eins muss ich Prescott lassen. Der Mann ist gründlich. Na los, suchen wir den Weg zurück. Völlig verkohlt. Hoffentlich ist der Transportpanzer nicht Schrott. Sonst wird es ein langer Weg zum Bunker. Das Tutorial hört nie auf. Nie. Ich hab das nicht mehr so lange in Erinnerung. Das kriegen wir schon hin. Machen wir ernst. Es gibt Kisten. Oh, ich hänge im Mikrofon fest. So. Puh, das war knapp. Man kann Kisten looten während der Mission. Die Mission und dann wird dir gut tun, Diaz. Bling, bling. Was auch immer. Tu nicht so schüchtern. Du hast die Ränge im Sturm erklommen und endest im Fuhrpark? Wieso? Um von Prescotts Mission wegzukommen. Jetzt geht's zu Fuß weiter. Da kommen sie! Dann starten wir mal die Show. Das klingt nach einem Ausgangsloch. Nein, Ausgangsloch. Die Maden graben sich bald raus. Dann sind sie also wieder am Start, was? So viel zu Prescotts Hammerangriffen. Ja, wie schon gesagt, das hätte man aber vorher ahnen können, dass Maulwurfsmonstergegner unter der Erde nicht alle super besiegt werden, wenn man die Oberfläche vom Planeten kaputt schießt. Also dann? Und zwar so jämmerlich kaputt schießt, dass sogar irgend so ein Safe in irgendeiner Bank das überlebt. Ich meine, come on. Wie hätte das funktionieren sollen? Naja. Unterwegs. Ist halt ein faschistisches Regime, das hier in der Welt an der Macht ist. Die kommen halt manchmal auf ziemlich blöde Ideen. Hauptsache Leute umbringen oder so. Halte die Augen offen. Augen auf das Haus! Ausgangsloch. Spawn in jedem Zug Gegner. Schieß es nach der ersten Welle. Was stand da? Keine Ahnung. Muss eine Granate reinwerfen halt. Echt reingelaufen.
Ja, ich meine wirklich, ne? Das muss man schon. Wenn wir es nicht schließen, kriechen noch mehr raus. Das muss man schon sagen. Das ist mein erstes Ausgangsloch. Halt die Klappe. Aus der Sicht betrachtet, ist es dann doch wieder realistisch. Weil so ein faschistischer Diktatorkerl macht halt so Aktionen wie die oft nur aus Publicity-Zwecken oder weil er seine Macht demonstrieren will oder weil er sich irgendeinen Vorteil davon verspricht, obwohl er ganz genau weiß, dass es Bullshit ist. Aber wenigstens kann man dann quasi, ne, Opium fürs Volk oder so. Vielleicht war das auch nur so eine Aktion. Kann durchaus sein. Warum nicht? So, jetzt pass auf. Jetzt würde ich hier ganz gerne mal... Ja, warum denn nicht? Guck, das war jetzt gerade doof. Das Problem gibt es nämlich öfter, weil normalerweise wird mir angezeigt, wenn ich innerhalb der Zone von Overwatch bin. Also wenn auf mich geschossen wird, wird mir eigentlich angezeigt. Das sind dann so kleine rote X'e bei meinen Aktionen. Manchmal wird mir aber kein rotes X angezeigt und ich wähle eine Aktion und dann wird aber trotzdem auf mich geschossen, weil meine Figur quasi während der Aktion einen Schritt aus der Deckung macht oder eine kleine Animation ausführt und damit dann doch in den Sichtkegel der Gegner kommt. Aber das kommuniziert das Spiel nicht. Das ist ein bisschen doof. Da hat es ein paar so kleine Macken, die nicht schön sind. Nicht ordentlich. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem sehr gut. Okay. Es wäre nur schön, wenn ich irgendwie eine Granate in das Loch kriegen würde. Weil sonst kommen immer mehr von denen da raus. Perfekt. Werfe eine Granate. Voll ins Schwarze. Na dann. Warum? Warum? Mehr. Warum habe ich die Pistole noch in der Hand, ich Trottel? Aha. Und ich schieße zweimal mit der Pistole, bevor ich checke, dass es die falsche Waffe ist. Mir ist der erste Schuss schon komisch vorgekommen. Damn. Auf dem Weg. Hier werde ich einleuchten. Feind am Boden. Bestätigt. So, jetzt haben wir hier zwar ein Problem. Aber ich schieße jetzt einfach trotzdem. Später im Spiel sollte man sowas nicht mehr machen. Aber jetzt im Tutorial ist das Spiel noch sehr gnädig. Also in der Anfangsmission. Ah, komm schon. Der hätte ruhig sterben können, finde ich. Ah, cool. Ich erreiche den. Geh jetzt ja nicht in die Brüche. Sani auf dem Weg. Dann heilen wir uns noch. Magen, Achtung. Bösewichte. Zeit, ein paar Maden zu schreddern. Ja, rücke vor. Hier. Kein Kontakt. Ich bin enttäuscht von dir, Protagonist. Ich halte die Augen offen. Eingraben, da kommen sie. Überlegst dir besser nochmal. Naturtalent. So, komm. Den erwischen wir, oder? Den können wir. Können wir den besiegen? Der überlebt ein kleines bisschen, selbst wenn wir treffen. Aber wir haben dann noch einen Schuss. Also los. Letzter Schuss. Es hat ein paar schöne Komfortfunktionen, das Spiel. Ich kann zum Beispiel hier, eigentlich... Ah, hier.
kann ich gucken, wie meine Trefferchance mit der Pistole wäre. Das heißt, ich muss nicht erst die Waffen wechseln und dann wieder den Gegner anvisieren, sondern ich kann auf Tastendruck einfach nur gucken, wie wird es denn aussehen. Und dann sehe ich jetzt hier, ach ja, sieht ganz gut aus. Deswegen nehme ich jetzt die Pistole und dann wähle ich den nochmal aus und schieße. Aber dass man einfach diese Komfortfunktion hat, sowas ist nett. Das hat viele, viele Designentscheidungen, wo ich sage so, no. Aber viele Sachen auch, wo ich mir denke, oh. Ich bin fast beeindruckt. Na dann. Davon erholst du dich nicht mehr. Soll ich jetzt einfach vorbrechen, weil ich hoffe, dass keine Gegner mehr kommen? Nein. Nein. Unterwegs. Lieber nicht. Ich geb hier drüben Deckung. Mach das. Wir sind stolz auf dich. Ja. Das machst du ganz gut. Ich bin hier. So ein guter Deckungsgeber. Mensch. Toll. Okay, Sieg. Wir kriegen mehrere Waffenteile und eine Standardbelohnungskiste. Kriegen wir jetzt eigentlich schon unsere Basis und kann ich jetzt schon Basis managen? Also viel Basis managt man nicht, eher seine Crew und seine Waffen und seine Ausrüstung. Sieh dich um, Diaz. Es ist noch Krieg. Und wegen Prescotts Mission. Diese Made, sie heißt Ukon. Spaß dir. Ich repariere Dinge. Mehr nicht. Hallo, Lucario. Scheiße, der Bunker. Kein Einschlag. Das war nicht der Hammer. Nein, war es nicht. Das war Ukon. Ukon. Dieses Drecksloch hast du also dein Kommando hergegeben. Funktioniert wenigstens das Funkgerät? Ich hoffe nicht. Lieutenant Colonel Diaz. Es ist lange her. Ich bin jetzt Sergeant-Vorsitzender. Ich hoffe, das war's wert, dem Hammer auszuweichen. Tja, nun. Glücklicherweise hat deine Zeit im Fuhrpark dich nicht einrosten lassen. Öffne ihn. Das sind die einzig bekannten Fotos des Locust namens Ukon, der Genetiker des Feindes. Ein Monster, das Monster erschafft. Corpser, Rumex, sein Werk. Wir müssen ihn eliminieren. Ich habe kein Kommando mehr. Nicht nach Gatka Ridge. Schmollen ändert rein gar nichts, Diaz. Willst du heute Leben retten? Dann verschwende nicht dein taktisches Talent und schalte Ukon aus. Bevor etwas noch Schlimmeres. Warum hat sich unser Protagonist eigentlich deckweiß in die Haare geschmiert? Weil niemand kriegt so graue Haare wie der. Vor allem weiße Haare. Moment, wenn die Made wirklich so gefährlich ist. Der Ansatz ist sogar braun. Soldaten, eine Armee,
Du warst immer erfinderisch. Rekrutiere alle Gears, die du findest, und mach das Beste daraus. Und wegen des Zwischenfalls in Gatka, reiß dich diesmal zusammen. Ich glaube ja, unser Protagonist hat gerade eigentlich, als er den Anruf im Anfang bekommen hat, mit Fingerfarben gemalt. Und dann hat es geklingelt und dann hat er so, gemacht. Arbeitest du für mich, und er merkt es nicht. Prescott. Verstanden? Du bist der Boss, Schrauberjunge. Komm schon. Suchen wir ein paar Gears. Es gibt keine Spiegel mehr. Der Hammer hat alle Spiegel zerstört. Und jetzt steht er da mit seinem weißen Schopf. Gears 5, Gabe Diaz freigeschaltet. Als Belohnung für den Abschluss des Tutorials hast du den Charakter Gabe Diaz im Multiplayer-Modus. Ach, im Multiplayer-Modus. Den gibt's auch. Das wusste ich gar nicht. Na dann. 10 Kills für Gabe Diaz, aber der ist auch ein Sanitäter. Und 15 Kills für Sid Redburn. Der ist auch schon Stufe 2, deswegen. So kann's gehen. Der Konvoi ist eine mobile Operationsbasis. Nutze den Hauptbildschirm zum... Ich weiß das. Vorbestellerbonus. Ich hab das Spiel nicht vorbestellt. Aber hey, danke für Trashball Cole. Ich glaube, das ist so ein Crossover. Ich glaube, die haben da aus... weiß ich nicht. Vielen Dank fürs Spielen von Gears Tactics. Trashball Cole schließt sich deinem Trupp in Akt 1, Kapitel 4 an. Ich war gerade bei diesem Fantasy Warhammer Football Spiel. Wahrscheinlich ist das nicht aus dem. Ich weiß nicht, aber irgendwie kriegt man einen Footballspieler. Ich verstehe die Referenz nicht. Beanspruchen wir unsere ungeöffnete Kiste. Ein Mod. Retro Lancer. Schaden plus 15. So, jetzt passt auf. Jetzt gehen wir mal in die Kaserne. Wir haben bis jetzt nur die beiden. Ich kann auch niemanden anderes rekrutieren aktuell, oder? Keine Rekruten und sonst auch nichts. Na gut, aber wir können mal gucken. Gabe, wollen wir deine Ausrüstung ein bisschen modifizieren? Statt dem langweiligen Standard... Nee, du behältst den. Aber statt deinem langweiligen Standardvisier kriegst du das Diagnostik-Zielfernrohr. Das die Heilfertigkeit der Einheit um 10% erhöht. Genau, für einen Sanitäter ziemlich gut. Fragt mich nicht, warum ein anderes Zielfernrohr auf seinem Gewehr seine Heilfähigkeiten erhöht. Vielleicht kann er jetzt die Wunden sich ganz genau anschauen und kann sie deswegen besser behandeln. Ich weiß es nicht. Und 15% mehr Schaden, 15 mehr Schaden nehmen wir auch. Außerdem machen wir die Waffe Stylo Milo, wenn schon, denn schon. Hot Pink mit Tigermuster. Oder so. Yeah! Wenn schon, denn schon. So. Helme haben wir leider nicht. Kann ich eigentlich die Rüstung... Ah, wir haben hier sogar noch eine andere Rüstung. Was ist denn das für eine? Die Kadettenbrustrüstung. Die ist aber einfach nur schlechter als unsere reguläre. Und die Veteran hat der andere. Kann ich eigentlich, gibt's einen, ich weiß es gar nicht mehr, kann ich zufällig einfach das Aussehen verändern? Das fände ich nämlich cool. Ich hätte gern einfach nur einen zufälligen Ausrüstungsknopf. Ich kann für die ganze Rüstung übernehmen, meine Auswahl. Ich schätze, das ist auch nicht schlecht. Aber einfach nur der random, hier, mach mir, stell mir was zusammen Knopf, den fände ich eigentlich gut. Ah, jetzt habe ich es für die Waffe auch übernommen. Ich wollte schon lieber eine Hot Pink Waffe. Na, dann machen wir alles Hot Pink. Damit er auf dem Schlachtfeld auch auffällt. Damit die Gegner gleich alle zu ihm gucken. Und dann springen die anderen, die unauffälliger angemalt sind, plötzlich aus dem Gebüsch und sagen, ha! Überraschungs-Tiger
Person hat's wieder geschafft. Secret Tiger Person ist sein Spitzname ab jetzt. Ich bin stolz auf ihn. Okay, schauen wir mal. Hier haben wir auch eine... Ah ja, der kriegt einen neuen Griff. Dem schrauben wir, dem kleben wir so einen alten Holzpunöbel hinten auf seine Waffe. Das finde ich gut. Mein Gott, wenn diese Einheit die Schussfähigkeit einsetzt, erhält sie eine Chance in Höhe von 5% erneut das Feuer auf dasselbe. Oh, das ist gut. Das ist gut. Dies ist aber nur möglich, wenn genug Munition vorhanden ist. Trotzdem, eine 5%ige Chance, jeder 20. Schuss wird zweimal abgefeuert. Das ist nichts, womit man rechnen kann, aber in mancher brenzlicher Situation ist es vielleicht gerade so. Man denkt schon gar nicht mehr dran und dann, bam, schießt der Halunke einfach nochmal und alle freuen sich. Das ist schon cool. Yeah! Ich mag das, wenn die so knallig bunt sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist perfekt. Aber ich mag das auch wirklich gerne, jetzt auch ganz unironisch, weil man die dann von oben auf dem Spielfeld intuitiv viel leichter erkennt, wenn die ganz klare, krasse Farben haben. Deswegen habe ich die auch in meinem Hauptspiel tatsächlich sehr knallig eingefärbt. Die beiden sind sich fast, die sind sich eigentlich zu ähnlich. Da muss ich nochmal kurz... Aber grundsätzlich ist das wirklich sinnvoll, finde ich. Machen wir den lieber ein bisschen knallig gelb. Achso, warte mal, seine Hose aber auch. So. Die Waffe kann so bleiben, wie sie ist. Dann haben wir jetzt Pinky und Gelbi. Wir müssen nur mal kurz seinen Fähigkeitsbaum öffnen. Und der Fähigkeitsbaum ist leider, finde ich, die größte Schwäche von dem Spiel. Und das ist wirklich schade. Weil das Spiel ist in vielerlei Hinsicht so cool, aber dieser Fähigkeitsbaum besteht aus zu vielen, zu sinnlosen Fähigkeiten, die im Endeffekt doof sind. Und am Endeffekt weiß man dann gar nicht mehr, wer überhaupt noch welche Fähigkeit hat, wenn man dann mal irgendwie 10, 20 Soldaten hat oder mehr. Und man kennt sich überhaupt nicht mehr aus und im Endeffekt benutzt man eh immer die drei gleichen Sachen. Und da wäre es, glaube ich, sinnvoll gewesen, wenn die das ein bisschen mehr, wie eben auch bei XCOM machen. Ich meine, wenn die mehr Vielfalt wollen, können die das gerne machen, aber der Baum ist einfach ein bisschen zu unübersichtlich und vor allem eben auch zu, naja, es gibt so viele Attacken wie hier, so viele Sachen wie hier, 5% mehr auf das und 10% mehr auf das, so viele Perks und nur ein paar wirklich sinnvolle Perks. Hätte man ein bisschen mehr streamlinen können, das Ganze. Hätte dem Spiel definitiv nicht geschadet, glaube ich. Naja, ein Verbündeter in Deckung erhält plus 40% Chance auf Ausweichen. Das Ziel darf, wisst ihr was, ich schaue mir einfach, wo die Bäume enden. 75% Schadensreduktion gegen den ersten Angriff dieser Runde. Einheit beginnt, dass es sozusagen am Boden liegt, wird sie wiederbelebt. Nur nicht schlecht. Was ist der gleich nochmal? Ah ja, genau, da habe ich eigentlich gern... Warte mal, ich kann mich nicht mehr erinnern. Der hatte nämlich diese Klasse von ihm, hatte irgendeine Fähigkeit, die war quasi unverzichtbar und super mächtig. Ich weiß aber nicht mehr, welche es war. Aber irgendeine ist irgendwie lächerlich gut. Die Einheit feuert einen verstärkten Schuss ab. Schadensbonus entspricht 100% seiner fehlenden Gesundheit. Nee. Nee. Das will ich nicht. Gegner im Umkreis? Nee. Der anvisierte Gegner wird bei seinem nächsten Zug versuchen, diese Einheit anzugreifen. Bosse sind immun. Verbündete innerhalb von 8 Metern Umkreis erhalten bis zum Ende... Ja, es ist... Blutsauger. Dadurch heilen die LP im Wert von 40%. Das klingt eigentlich ganz gut, aber das war nicht das, was ich meine. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal einfach... in die Richtung. Lernen wir mal den. Das ist unter Umständen des Einschüchtern ein ganz nützlicher Skill. Dann schreit unser Charakter ganz laut und die Gegner erschrecken sich so, dass sie aus irgendeinem Grund aus ihrer Deckung laufen und sich abschießen lassen. Weil er so böse schreit.
Sondern jetzt können wir entweder, wenn diese Fähigkeit, nee, Quatsch, wenn diese Einheit einen Gegner tötet, wird die Fähigkeit von Bajonettangriff verkürzt. Wenn diese Einheit einen Gegner mit der Fähigkeit Bajonettangriff ausschaltet, verursacht sie in diesem Zug plus 20% Schaden und erleidet 20% weniger Schaden. Wenn diese Einheit einen Gegner tötet, während sie weniger als 50% ihrer Lebenspunkte hat, erhält sie 30% Schaden. Was? Also wenn die, und wie, genau, und das meine ich, guck, das ist so ein gutes Beispiel. Okay, gut, mein Charakter braucht weniger als 50% Lebensenergie, tötet dann den Gegner und kriegt dann plus 30 Schaden. Aber gilt das nur für eine Runde oder ist das permanent? Kann sich das stapeln? Und wenn ja, wie oft kann das gestapelt werden? Wird er einfach immer stärker und stärker und stärker über Runden hinweg? Man weiß es nicht. Und das Spiel erklärt es einem nicht. Und das ist einfach nicht so gut. Naja, keine Ahnung. Hier nehmen wir einfach Bajonettangriff. Ist gut. So. Weiter. Mission. Hauptmission. Los geht's.